Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich will mit dir heute über das Thema Entwicklung sprechen. Ich habe mir gerade etwas Zeit genommen und habe mal mein Leben so Revue passieren lassen. Habe dabei mir angeguckt, welche Ziele ich erreicht habe. Und habe dann die Entwicklung noch besser sehen können. Und dabei habe ich folgende Erkenntnis gemacht. Jede Entwicklung hat ein Loslassen impliziert. Jedes Mal, wenn ich mich entwickelt habe, habe ich dabei etwas losgelassen. Und ich wette, bei dir ist es auch so. Ich habe zum Beispiel, als ich noch jünger war, so 14, ihr müsst euch vorstellen, ich habe als Kind schon viel Sport gemacht. Ich war in Leichtathletik im Verein und ich war ständig auf Wettkämpfe. Ich habe mit wirklich erfolgreichen Sportlern zusammen trainiert im Verein. Ja, die sind wirklich deutschlandweit sehr erfolgreich geworden. Florian Katschmann zum Beispiel, falls der Name euch was sagt, könnt ihr gerne mal googeln. Mit dem habe ich zusammen trainiert. Ja, ihr müsst euch vorstellen, es gab dann ständig Wettkämpfe. Und ich habe dann auch, ich habe die Urkunden gesammelt. Ich habe ganz viele Urkunden und ganz viele Medaillen gewonnen und habe sie alle noch aufgehoben. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe diese Wettkämpfe eigentlich nur gemacht, weil andere es von mir wollten. Weil andere mir gesagt haben, das ist gut, das kann ich gut, das bringt was, das ist toll und so. Und ich habe mir eigentlich nach jeder Medaille und nach jeder Urkunde gedacht, es war schon erstmal schön natürlich, ja, so wow, cool, erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz, keine Ahnung. Aber dann war so, und jetzt? Mich hat es dann einfach irgendwie nicht mehr befriedigt und ich bin auch der Meinung, man sollte etwas tun, weil man Spaß am Tun hat und nicht weil einem gesagt wird, dass das Ziel so toll ist. Es gibt kein Ankommen im Leben. Wenn man ein Ziel erreicht hat, dann kommt das nächste Ziel. Wenn man eine Hochzeit hat, deswegen Hochzeit, geht's bergab. So denken es die meisten. Deswegen weinen die Frauen leider oft bei Hochzeiten. Man muss sich dann immer erinnern, dass es noch andere Ziele gibt. Es geht immer weiter. Es gibt kein Ankommen. Und ich habe mit 14 einfach gesagt, ich will das nicht mehr. Ich will keine Wettkämpfe mehr. Ich will nicht mehr das Leben führen, das andere von mir wollen. Also bin ich einfach nicht mehr zum Training gegangen. Jetzt würde ich es anders machen. Ich würde den Lehrern auch sagen, dass ich nicht mehr kommen würde. Damals hat der Trainer nach ein paar Monaten angerufen bei meiner Mutter und so. Ja, sagen Sie mal, Ihr Sohn, kommt der jetzt noch oder wie schaut's aus? Ja, genau. Also würde ich auch empfehlen, das zu kommunizieren. Ja, ich würde dir mal empfehlen, nimm dir mal einen Zettel und schreib dir auf, wo du dich überall entwickelt hast. Und ich wette mit dir, du wirst feststellen, dass du dabei auch immer etwas losgelassen hast. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn du dich entwickeln willst, dann musst du auch bereit sein, etwas loszulassen. Wenn du nichts loslassen kannst, dann wird auch nichts passieren. Das ist leider die bittere Wahrheit. Du kannst ja mal aufschreiben, was möchtest du gerne loslassen?
Bist du bereit, das loszulassen für die Entwicklung, die du dir vorstellst? Ich habe zum Beispiel auch Sachen, die ich gerne loslassen möchte. Ja, es ist alles eine Frage der Zeit und man braucht den richtigen Zeitpunkt dafür, das ist keine Frage. Also bei mir ist es zum Beispiel Filme schauen und Serien schauen. Da könnte ich die Zeit natürlich auch anders nutzen und wenn ich mal ehrlich bin, es bringt mich eigentlich meistens nicht wirklich weiter, einen Film anzugucken. Außer es ist sowas wie Die Hütte, falls du den Film kennst, wenn nicht, unbedingt anschauen, sehr empfehlenswert. Der hat mich zum Beispiel weitergebracht. Und genau, schreib dir das einfach mal auf, was dich noch hält, nicht loszulegen. Es heißt ja auch, wenn sich eine Türe schließt, öffnet sich eine andere Türe. Und das Verhältnis ist immer gleich. Wenn du zwei Türen schließt, dann öffnen sich zwei Türen. Wenn du drei Dinge schließt, dann öffnen sich drei Türen. Wenn du meinen Kanal schon verfolgst, dann bist du wahrscheinlich auch interessiert an Rohkost. Und da hast du wahrscheinlich auch andere Dinge losgelassen. Zum Beispiel Zucker weggelassen, Brot weggelassen, Getreide, gekochtes. Das hast du auch losgelassen. Oder wenn du dich vegan ernährst, hast du auch die tierischen Produkte losgelassen. Man kann es eigentlich in allen möglichen Bereichen anwenden. Also Glaubenssätze. Wir haben immer so lange unseren Glaubenssatz, bis wir mal erfahren, dass es auch andere Glaubenssätze gibt. Und dass wir auch mal andere Dinge glauben können. Und wir haben so lange unsere Programmierung, bis wir mal kapieren, dass wir eine Programmierung haben. Oder wenn wir anders denken. Das, was wir denken, sind wir. Das, was wir sind, das strahlen wir aus. Und das, was wir ausstrahlen, ziehen wir an. Gesetz der Anziehung. Also achte auf deine Gedanken. Deine Gedanken können zu Worten werden, deine Worten zu Taten, deine Taten zu Gewohnheiten und deine Gewohnheiten zum Schicksal. Und das, was mit uns in Zukunft passieren wird, wie wir uns entwickeln werden, ist nur eine fortschreitende Gegenwart. Warst du schon mal auf einem Klassentreffen bestimmt und hast mal die Leute beobachtet? Und bei dir war es bestimmt auch so, dass du dir bei einigen gedacht hast, wow, die haben sich total entwickelt, die sind reifer, weiser, die denken jetzt ganz anders, die gehen jetzt anders mit bestimmten Problemen um, was weiß ich, alles Mögliche. Und dann gibt es Leute, bei denen du denkst, die haben sich irgendwie nicht entwickelt. Die sind gleich geblieben, die sind vielleicht älter geworden, aber nicht reifer. Kennst du das? Bestimmt. Und um eben reifer zu werden, muss man eben bereit sein, sich zu entwickeln. Und entwickeln heißt loslassen. Also wie man es dreht und wendet, es geht eigentlich immer ums Loslassen. Man kann auch natürlich materielle Dinge loslassen. Ich bin jetzt in den letzten 1,5 Jahren 5-mal umgezogen. Ich habe es mal mitgezählt. Und jedes Mal habe ich beim Umzug gesagt, ich trenne mich jetzt von ein paar Dingen. Und genau. Jetzt, ich mache es immer noch, aber es wird weniger. Und
Vielleicht kennst du das auch, wenn man sich von Dingen trennt, die man eigentlich nicht braucht, dann fühlt man sich auch um einiges leichter. Auch spannend, wenn man Kinder bekommt. Ein Kind bekommen ist noch keine Entwicklung, aber Eltern sein ist eine Entwicklung. Wenn man sich dahin entwickelt, zur Mutter, zum Vater, was muss man dann loslassen? Ich meine, dass man das Ego loslassen muss. Weil vorher ich und jetzt mein Kind, mein Kind, mein Kind. Das heißt nicht, dass man keine Ziele mehr haben darf und dass man nicht mehr auf sich achten soll und nur noch fürs Kind da ist, aber man macht das, was man vorher für sich gemacht hat, jetzt fürs Kind. Man kann immer noch seine Träume leben, aber für das Kind, wegen dem Kind. Also, du siehst, ich hoffe, du kannst mit mir übereinstimmen. Jedes Mal, wenn wir uns entwickeln, müssen wir etwas loslassen. Und mit diesen Worten entlasse ich dich in den Tag und mach das mal mit der Liste, was ich dir gesagt habe. Schreib das mal auf, was du gerne loslassen möchtest. Und ich wünsche dir alles Gute dabei. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ich bin auch auf dem Weg. Ich bin auch kein Guru, der irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und jetzt alles runterbetet, sondern ich habe auch immer wieder Prozesse, die am Laufen sind und kann dir so teilen, was ich erfahren habe. So, bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut.